Wir sind in Hamburg-Harburg auf dem Krakenfest. Das ist der größte, zumindest mir bekannte Lab-Flohmarkt, wo man Lab-Bedarf kaufen und verkaufen kann und gleichzeitig auch ein Lab-Fest. Veranstaltet wird das von Freihand, die selber Lab-Bedarf, Waffen, Kleidung und dergleichen herstellen, aber hier auch die Möglichkeit anbieten, selber seinen Fundus loszuwerden oder zu vergrößern. Und eine Bedingung, die mir sehr gut gefällt, ist, wenn man hier was verkaufen will, muss man einen Kuchen mitbringen und der Erlös vom Kuchenessen wiederum geht an einen guten Zweck. Wenn wir irgendwas über Lab machen, dann stolpern wir in einem guten Anteil der Fälle irgendwie über Konstantin und Dahle und Punze. Super. Mir wurde jetzt irgendwie vorab dieses Krakenfest eher auch so ein bisschen als einen Flohmarkt angekündigt. Das heißt, seid ihr hier als Händler oder seid ihr hier als Privatleute oder irgendwas dazwischen? Dazwischen. Also das Schöne ist, dass wir hier beides machen dürfen. Wir dürfen sowohl unsere Aal- und Punze-Ware anbieten, aber als Laper, wir haben ja angefangen als Laper auch, haben wir so viel Fundus erschaffen oder gekauft, damit man die NSC-Rollen immer schön füllen konnte. Und jetzt wollen wir das langsam ein bisschen Platz schaffen. Und dementsprechend dürfen wir hier beides machen. Und das ist echt schön, ist sehr entspannt. Ja, und es ist auch dieses Jahr echt voll. Also 15 Stände, Flohmarktstände ist schon eine gute Zahl. Große Stände sind halt leider auch welche dabei, die halt ganz aufhören und dadurch ihren ganzen Fundus verkaufen. Aber dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit, wirklich schöne Sachen zu guten Preisen zu bekommen. Ihr seid nicht so weit gefahren wie wir jetzt, vielleicht aber doch schon ein gutes Stück. Ihr seid so im Raum Hannover angesiedelt. Warum, was reizt euch dafür, für diese mittelgroße Veranstaltung nach Hamburg zu kommen? Mehrere Sachen. Zum einen halt die Freihandleute sind total lieb und mit denen arbeiten wir halt auch gerne zusammen und wir mögen die auch und nutzen das halt auch als Chance, sie zu sehen, wobei es halt auch fast nur beim Sehen bleibt, weil halt viel zu tun ist, viele Menschen hier rumlaufen. Es ist eine sehr lohnenswerte Veranstaltung. Es gibt kaum Lab-Flohmärkte. Also mit Lab-Sachen auf einem normalen Flohmarkt kriegt man nicht die Preise, die man hätte und hier schätzen die Leute das schon ein bisschen wert und können ein bisschen erkennen, was es ist und wissen, wofür es ist. Man muss nicht ständig erklären, was es ist. Von daher kann man da schon mal von Hannover bis nach Hamburg fahren. Also ich habe auch noch zwei andere, die ihre Sachen ein bisschen loswerden wollten. Die sind auch extra aus Hannover hierher gefahren. Macht mehr Lab-Flohmärkte überall. Also es lohnt sich. Der Tüttelstand ist, wenn ich das richtig verstanden habe, für all die Leute, die hier keinen eigenen Stand aufbauen wollen. Man kann hier seine Sachen abgeben, die werden dann hier verkauft und man spendet einen kleinen Anteil dessen, was dafür bezahlt wird, an die Veranstalter. Deswegen rechne ich damit, dass hier die größte Bandbreite an unterschiedlichen Sachen ist und schau mal rein, was im Angebot ist. Es fühlt sich komisch an. Ich glaube, es soll ein Wurstdämon sein. Ich habe keine Ahnung, was der auf einem Konsum macht. Ich hoffe, dass diese Maske der Beweis dafür ist, dass es irgendwo einen Legend of Korra Lab gab, aber vermutlich ist es nur Cosplay gewesen. Mareike ist für den Tüttelstand hier zuständig. Wie genau funktioniert das? Leute können hier auch spontan vorbeikommen und ihre Sachen abgeben oder muss man das vorher schon vorbeibringen, was man verkaufen lassen will? Man kommt einfach spontan her. Also die meisten kommen am Anfang des Tages und geben ihren Kram ab, so bis zu 10 Teile. Wenn du halt keinen eigenen Stand machen möchtest oder kannst, weil sich das nicht lohnt, gibst du das hier einfach ab, gibst mir eine Preisspanne. Ich hätte gerne, weiß nicht, 80 Euro, aber mindestens 40 und dann handeln wir mit den Kunden hier und am Ende sind alle glücklich und zufrieden. Was ist denn das Kurioseste, was ihr hier jemals eingereicht bekommen habt? Jemals? Also wir hatten schon sehr viele alte Ork-Rüstungen, die wir verkloppt haben. Also dieses Mal ist es der Fettsuit, den wir haben, der... Also getragen wird tatsächlich, das ist eine... Der Wurstgolem, also da, man trägt da was drüber, das ist... Auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz leichter Fettsuit von einer Kostümdesignerin, einer Ausgebildeten und das war so eine Art Meisterstück und das möchte sie halt gerne verkaufen. Es trägt sich, ich habe es schon mal als NSC getragen, es trägt sich großartig, es wiegt nämlich nichts und man sieht unglaublich voluminös aus da drin. Ich finde auch ohne irgendwas drüber, es ist ein gutes Monster, was ich jetzt sagen muss, weil ja. Ich es nicht als Fettsuit erkannt habe. Vielen Dank. Sehr gerne. Kai von Freihand hat sich kurz Zeit genommen, im größten Stress, um wenigstens kurz mit uns zu reden und uns ein paar Fragen zu beantworten. Und die erste, die sich aufdrängt, ist, was habt ihr davon, als professioneller Hersteller von Lab-Bedarf anderen Leuten anzubieten, hier Secondhand-Kram zu verkaufen?
Also in erster Linie ist die Idee fürs Krakenfest, ein Community-Event zu machen, das die LARPer aus Norddeutschland wahrnehmen können, um sich zu treffen. Wir haben gedacht, es gibt wahnsinnig viel Ausrüstung, die in den Kellern vergammelt, blöd gesagt. Es wäre einfach schöner, wenn Leute, die sie noch brauchen können, sie in die Finger kriegen. Und das geht halt nur über Flohmarkt. Okay, ihr seid da gar nicht so oft Kommerz aus. An dieser Stelle ist das jetzt nicht so unser Gewinn, aber was natürlich unser Gewinn ist, wenn man das mal ganz kommerziell sieht, ist, dass die Leute so freundlich sind, bei uns vorbeizukommen. Und ich glaube, dass man uns das auch nicht übel nachträgt, dass wir die Möglichkeit hier zu bieten. Es haben sich sogar schon ein paar Leute für die Organisation bedankt. Das finde ich total super. Es ist natürlich auch viel Arbeit für uns. Aber wir verkaufen gerne unsere Sachen, wo wir unsere Arbeit reinstecken. Der Flohmarkt ist halt einfach eine Sache für die Community. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das jetzt das vierte Mal, dass es ein Krakenfest gibt. Wie hat sich das denn entwickelt? War das immer schon so groß oder wächst das jetzt jedes Jahr? Also das Krakenfest ist auf jeden Fall jedes Jahr etwas gewachsen. Muss ja auch erstmal bekannt werden, was das hier alles soll. Das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, dass die Leute sich hier einfach so privat treffen. Ist ja im Live-Rollenspiel sonst nicht so üblich. Man fährt auf ein Event, man trifft die Leute beim Zeltaufbau, man hat die totale Hektik, man sagt sich schnell Hallo, dann spielt man, keiner hat die Chance, irgendein Wort miteinander zu wechseln. Dann geht man am Sonntag wieder nach Hause, im totalen Stress. So, das ist halt schon neu, dass man sich einfach so treffen kann. Braucht denn die Community im Norden Unterstützung? Ich habe immer den Eindruck, dass es hier weniger LARP-Cons gibt und weniger Veranstaltungen allgemein als zum Beispiel in Mitteldeutschland oder in Bayern. Würde ich schon sagen, es gibt ja grundsätzlich mal eine Location-Knappheit in Norddeutschland. Glücklicherweise machen die Leute von LARP-Orga da zum Beispiel gerade ordentlich Gegenwind und bauen in Ströen eine total schicke Location. In Norddeutschland ist auf jeden Fall nicht ganz so viel los, würde ich sagen, wie in Mitteldeutschland und Süddeutschland. Okay. Und eine Frage auf jeden Fall noch zu der Beteiligung hier. Ich sehe verdammt viele Kinder, mehr als ich irgendwie jemals auf einer anderen LARP-Veranstaltung gesehen habe, außer es waren jetzt die Waldritter oder so etwas. Ist das irgendwie so ein Nachwuchsförderungsprogramm hier? Also erstens ist es natürlich für Familien möglich, hierher zu kommen. Die Familien können ja nicht ihre Kinder mit aufs LARP bringen, aber hier kann man einfach gemeinsam einen netten Nachmittag verbringen. Das ist sicherlich ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir mit sehr vielen Labyrinthen zusammenarbeiten, mit Abenteuerspielen, Indoor-Abenteuern. Und die sind halt sehr jugend- und kinderlastig. Dementsprechend kommen die natürlich auch alle hier vorbei. Neben dem Flohmarkt ist es ja ein Community-Fest. Was ist dann das Programm, das ihr anbietet, abgesehen von Essen? Also, wir haben erstmal angefangen, den Flohmarkt zu etablieren und ein bisschen Gastro dazu. Dieses Jahr haben wir das erfreulicherweise geschafft, schon ein paar Leute dazu zu animieren, ihre Projekte hier vorzustellen. Das wünschen wir uns natürlich, dass es noch ein bisschen mehr wird. Wir wollen gerne, dass Leute, die irgendwas Cooles im LARP machen, anbieten, Gruppenarbeit machen, sich hier präsentieren und den Leuten einfach in einer gemütlichen Minute mal erzählen, warum sie das machen und wie sie das machen. Das heißt, es gibt hier irgendwo auch eine Ecke, wo man sich für Vorträge zurückziehen kann? Das ist für nächstes Jahr geplant, dass wir ein Zelt bieten, wo man Vorträge halten kann und damit einfach auch die Leute hier gut erreichen kann. Das wächst gerade so. Das Interesse daran wächst auch ganz gut. Abends spielt noch mal eine Band, hier eine russische Polka-Band. Die ist ziemlich cool. Haben wir auf einem anderen Event schon mal mit zusammengearbeitet. Das ist echt gute Stimmung. Hagen kennt ihr vielleicht schon, der war schon ein paar Videos von uns. Unter anderem haben wir aber auch schon mal über ein paar Sachen, die in deinem Verlag rauskommen, gesprochen. Zuletzt über die Ork-Bücher. Also mein Papa ist ein Ork und so weiter. Wir wollen jetzt aber etwas sprechen, was du nicht nur herausbringst, sondern auch schreibst. Und meine allererste Frage ist, wie spreche ich das aus? Ja, das ist die Frage an alle, die alle Leser stellen. Und ich überlasse es dem Leser gerne. Also die Leser können selbst entscheiden, wie man das ausspricht. Ich als Autor würde es Smai aussprechen. Deswegen sind diese beiden hübschen Punkte über dem E. Aber der Leser hat recht im Endeffekt. Ich fürchte, ich habe es meistens Smai gesagt. Es ist nicht ganz so schön. Es ist kein außergewöhnliches Schaf. Es ist nicht Smai. Smai. Ich drücke dir das mal in die Hand und du kannst mir ein bisschen was erzählen, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Das ist nämlich ein Roman zu einer LARP-Kampagne und, glaube ich, auch das erste Projekt in der Form. Genau, das ist das erste Mal, dass wir einen Roman haben, der vor einem LARP-Hintergrund spielt. Das heißt, wir haben einen LARP-Hintergrund genommen und darin einen Roman spielen lassen, eine Geschichte entwickelt. Das ist mit Live Adventure zusammen gemacht, die Mythodea, die Kampagne spielen. Ja, für mich war es, ich bin selbst LARPer und für mich war es so ein bisschen die Idee, wenn du sonntags nach Hause fährst und montags dann an der Uni sitzt oder im Job, hast du auf den LARP-Blues. Und ich finde es eine großartige Idee, eigentlich so ein Ding zu haben, dass du dich zu Hause aufs Sofa packen kannst und nochmal ein bisschen in die Welt eintauchen mit einem Roman. Das war so ein bisschen die Idee dahinter halt. Ich habe aber das Gefühl, dass ihr es erstmal ein bisschen vorsichtig angegangen seid, weil ihr spielt ja in einer eher abgelegenen Ecke von Mythodea und es ist alles erstmal noch ein bisschen auf kleiner Flamme. War das so fest abgesprochen? Kam das von dir?
Das war Wunsch, also zum einen mag ich kleinere Geschichten, es muss nicht immer das Weltenende sein, wenn irgendetwas passiert, sondern es darf auch mal ein bisschen kleiner und lokaler spielen. Es war aber auch der Wunsch, dass wir nicht in die aktuelle Kampagne eingreifen damit. Also Mythodea ist so groß und es sind so viele Leute auch aktiv und mit Herzblut einfach dabei, dass wenn du da sehr stark in die Kampagne eingreifst, dann die Leute sagen, nee, Moment, das kann nicht passiert sein, weil mein Charakter hätte das gewusst. Und um das zu vermeiden, haben wir es ein bisschen kleiner gemacht halt. Aber ich glaube, dass selbst Mythodea Hasen in den Büchern, denn demnächst kommt das zweite raus, Sachen entdecken können, die sie noch nicht kennen. Direkt schon das nächste platziert, das kommt im Sommer diesen Jahres. Du hast ja auch schon Flyer ausliegen. Genau. Ein Name, der deutlich leichter auszusprechen ist. Wie würdest du ihn aussprechen? Glattbringer? Nein, Blutbringer. Dicht dran, ja. Genau, wir haben diesmal keine Äs oder komischen Buchstaben oder dergleichen drin. Von daher... dafür stehen wir im Weg offensichtlich. Genau. Sondern Glutbringer, ganz einfach, es geht dieses Mal auch um das Element Ignis, also um das Element Feuer. Mythodea ist ja sehr an den Elementen orientiert, von daher, nachdem wir uns letztes Mal bei Smai an der Erde orientiert haben, sind wir diesmal bei Ignis. Geht das dann jetzt alle Elemente durch? Das müssen wir mal gucken, das kann schon sein. 5 Elemente gibt es, also das würde schon mal für 5 Bände sprechen. Wie ist denn generell, ich kenne das ja selber, wenn man ein Buch rausgebracht hat, dann googelt man jede einzelne Rezension. Bist du zufrieden mit der Reaktion auf den Roman? Ich bin insgesamt ziemlich zufrieden. Also wir haben auch Kritik bekommen halt, was zu erwarten ist, weil wenn das viele Leute lesen, dann finden auch Leute das immer mal doof oder so. Aber insgesamt bin ich total froh. Ich hatte vorhin eine Spielerin, die ich im Spiel tatsächlich schon mal getroffen hatte, aber so jetzt privat noch nicht kannte, die hierher kam und sagte, oh, ist das so geil, ich fand's so gut. Aber das und das und das muss man noch verbessern. Also von daher, so ein Feedback finde ich aber großartig, weil ich mich auf der einen Seite freue, dass Leute Spaß hatten, das zu lesen. Und gleichzeitig kann ich was mitnehmen für meine zukünftigen Projekte. Und nur so funktioniert, glaube ich, so eine Arbeit. Über Smai und was genau für ein Buch das ist, haben wir tatsächlich schon mal in einer Late-Night-Show gesprochen, die wir jetzt auch verlinken, hoffentlich. Kurz Glutbringer, es geht um Ignis, aber geht es in eine andere Region und vielleicht auch in eine andere Zeit? Smai hat da ja auch so ein bisschen eine temporale... Verrate nicht Ebenen. Zu viel. Ja, also eine Zeitebene, verschiedene. Also Glutbringer spielt im östlichen Siegel größtenteils, nicht nur, spielt auch im nördlichen Siegel ein bisschen. Glutbringer wird sich mit dem Magier Lazar Viviorca beschäftigen und seinen Vorstellungen, wie man ein sehr gefährliches Ritual durchführen kann. Es geht ein bisschen um die Zauberkraft der alten Herrscher auch, also die ja in Mythodea sehr dominant sind. Ja, zu viel will ich nicht verraten. Es wird einige Charaktere, also die Charaktere, die in Smai nicht sterben, es sterben ja doch einige auch, die kommen eventuell auch in Glutbringer wieder vor. Es ist ein eigenständiger Roman, also du musst Smai nicht gelesen haben, um Glutbringer zu lesen. Aber wenn du es gelesen hast, wirst du vielleicht die ein oder andere Anspielung finden oder Charaktere wiedererkennen. Also wir stricken auch Handlungsstränge noch ein bisschen weiter. Wir? Das heißt, sozusagen Input für die Story kommt auch von Live Adventure oder ist das alles von dir? Sowohl als auch, aber ich habe den nicht ganz allein geschrieben, Glutbringer, sondern mit der wunderbaren Jane Steinbrecher zusammen, die auch Mythodea-Spielerin ist. Wir haben das halt quasi gemeinsam gemacht. So von daher hat man sich da gegenseitig so ein bisschen Input gegeben. Und nein, für die Story haben wir den Input größtenteils gegeben, aber Live Adventure ist dann natürlich mit dabei und plottet quasi mit. Also wenn wir sagen, wir wollen das und das Ritual machen, dann sagt Live Adventure, ja, aber macht es doch vielleicht lieber so und so, weil das könnte passen. Oder also es ist schon ein Austausch einfach da. Und das fand ich bisher extrem fruchtbringend auch. Also wir kriegen da auch neue Ideen halt, auf die man sonst vielleicht irgendwie nicht so kommt. Ich bin ja zwar auch Mythodea-Spieler, aber ich bin im Endeffekt Spielercharakter und manche Dinge weiß ich eben einfach nicht. Okay, hoffentlich spoilerst du dich nicht so schlimm. ganz kurz noch zu dem Verlag, in dem es erscheint, der Schwarze Ritter Verlag, ist ja auch deiner. Mhm. Und wir haben hier auch noch ein paar Sachen liegen, die ich bisher noch nicht in den Fingern hatte. Kannst du mir kurz erklären, was gerade so in nächster Zeit rauskommt bei deinem Verlagsprogramm und was das ist? Dann muss es sie dir dringend geben. Also wir haben nicht, also es geht nicht nur darum, mich selbst zu verlegen quasi, sondern wir haben ein paar andere Werke auch. Unter anderem gerade vor kurzem rausgekommen ist die Dämonenkrone von Uli van Dorn. Ist High Fantasy, im Gegensatz zum Beispiel zu Smai, was ja so ein bisschen, ne, intimer angesetzt war. High Fantasy. Ziemlich cool. Ich bin sonst, muss ich gestehen, nicht so ein riesigen High-Fantasy-Fan, aber die Dämonenkrone hat mich überzeugt, sonst hätte ich es nicht verlegt. Dämonenkronen waren schon in DSA cool. Eben, also es ist kein DSA-Buch, würde ich oft gefragt, ist es nicht in dem Fall. Helden gibt es nur Märchen, ist eine Anthologie, die wir gemacht haben, herausgegeben von Ina Pleines, auch eine Laperin, mit unter anderem Christian von Aster und 12 anderen Kurzgeschichten.
eine von diesen Kurzgeschichten greift einen anderen Roman von mir auf. Also da gibt es ein paar Verlinkungen auch. Bei Helden gibt es nur Märchen, geht es vor allen Dingen um etwas abstruse Heldengestalten. Also den klassischen weißen Ritter wird man nicht finden. Da gibt es dann einen Ritter, der passt kaum noch in seine Rüstung, weil er so fett geworden ist, muss aber wieder auf Heldentat ausziehen. In der anderen Geschichte geht es um Goblins als vermeintliche Helden. Also es ist teilweise humoristisch, teilweise ein bisschen düster. Sehr gemischt, aber ich kann es sehr empfehlen. Vor allen Dingen haben wir Illustrationen reingemacht. Also das Ganze als Hardcover mit Illustrationen sollte so ein bisschen hochwertiger sein. Also ich bin da ein bisschen stolz drauf als Verleger. Okay, jetzt lassen wir dich aber lesen, weil ich glaube, da schon Leute drauf warten. Gerne. Zum Abschluss würde ich gerne noch über das reden, was hier rechts von dir aufgebaut ist. Das ist nämlich somit das erste auch gewesen, dass mir das bei einem Besuch bei euch aufgefallen ist, nämlich der Rattentod und die riesige Sense. Warum habt ihr das gebaut? Welchen Zweck hat das? Also zuerst mal haben wir das gebaut, weil wir immer gerne mal Unikate bauen und wenn wir ein bisschen Zeit haben, was selten der Fall ist, aber wir nehmen sie uns einfach, basteln wir halt mal drauf los. Und dabei ist diese Sense rausgekommen, wir haben immer mehr dran gebaut und irgendwann festgestellt, alles klar, so, das ist einfach ein Terry Pratchett-Thema. Dann haben wir auch den Rattentod dazu gebaut. Das heißt, ihr seid auch Fans von Sir Terry? Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Also das ist eine Grundlage meiner Fantasy-Begeisterung. Ist das jetzt sozusagen nur so ein Ausstellungsstück, wo man zeigt, was man drauf hat? Oder wenn ich jetzt hierher kommen würde und euch echt viel Kohle in die Hand drücken, könnte ich die Sense auch mitnehmen? Diese Sense kannst du nicht einfach mitnehmen, weil wir beschlossen haben, dass wir sie für einen guten Zweck versteigern werden. Wir wollen das Geld, was aus der Versteigerung resultiert, dann letztendlich einer Institution spenden, die im Sinne von Sir Terry Pratchett arbeitet. Und dafür suchen wir aber auch noch Partner, die uns dabei ein bisschen unterstützen, genau die richtige Organisation rauszusuchen und die ganze Sache publik zu machen. Okay. Vielen Dank für die Veranstaltung und ich werde noch ein bisschen diese Sense bewundern und Kuchen essen. Ja, toll, dass ihr gekommen seid. Das war unser kleiner Rundgang auf dem Krakenfest, das, wie ich jetzt finde, nicht nur ein Flohmarkt ist, sondern vor allen Dingen wirklich ein Szenetreff von LARPern hier im Norden Deutschlands. Also, wenn ihr auch aus der Gegend kommt und Anschluss sucht, das hier wäre eine gute Möglichkeit nächstes Jahr. Tschüss und bis dann.